Das Krankheitsbild Endometriose gilt immer noch als sehr umstritten, obwohl es die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung ist. Eine von der Krankheit Betroffene ist Theresa Krohn. Wie RTL berichtet, will die 19-Jährige mithilfe einer Petition an Karl Lauterbach eine nationale Endometriose-Strategie erwirken. Die Schwierigkeit stellt sich nicht nur im Verständnis der Krankheit dar, sondern auch in ihrer Diagnose und Therapie, wie Experte Harald Krentel erklärt. Auch Theresa Krohn wurde bislang jegliche medizinische Behandlung verwehrt, da solche Schmerzen für Frauen normal seien. Ungefähr jede zehnte Frau leidet an Endometriose und muss meist mit den starken Schmerzen leben. Dass diese Wucherungen außerhalb des Uterus jedoch auch zu Unfruchtbarkeit führen kann, wird meist völlig außer Acht gelassen. Mit ihrer Petition hat Theresa in 3 Tagen bereits 60.000 Unterschriften gesammelt. Nun ist sie sich sicher, dass sich etwas ändern muss. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Regierung handelt.